Willkommen zurück zu Moritz Empfehlungen. Heute empfehle ich euch, wenn ihr noch mal in die frische Luft wollt und spazieren gehen wollt, dann macht das besser heute, weil wir wissen nicht, wann Österreich komplett zugemacht wird vielleicht und zu einer kompletten Quarantänezone erklärt wird. Aber bis jetzt schaut noch alles ruhig und okay aus. Also da kann man noch rausgehen und ein bisschen spazieren, solange man halt die Hände wäscht. Jetzt nicht auf die Straße, bleibt zu Hause, wascht euch die Hände und macht alles, was nötig ist. Ich meine, in 2 Wochen wird es ja eh wieder normal sein. Jesus. Ja, na gut. Ich meine, auch nicht so schlimm. Dann wird es halt in 2 Monaten besser statt in 2 Wochen. Solange es besser wird, wird es besser, gell? Teilt euch eure Vorratsnahrung, die ihr habt, gut ein. Macht es besser als ich. Ich habe schon leider recht früh recht viel gegessen, weil ich Hunger hatte. Aber ja, wenn ich das richtig einteile, wird das ja schon reichen für 2 Monate. Hallo, mir gehen die Sachen aus, die ich tun kann. Es wird schon ziemlich langweilig, recht schnell. Meine Empfehlung an euch für heute, weil jetzt gerade eh niemand was Besseres zu tun hat, erforscht euren Körper. Darüber nachzudenken hilft mir nicht, über Corona nachzudenken. Es gibt so viele Stellen im Körper, die ich nicht gekannt habe. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass ich an meinem Arm... Hallo, wer braucht jetzt Empfehlungen? Ich bin gerade aufgewacht, weil ich von der Straße unten ein paar sehr merkwürdige Geräusche gehört habe. Deswegen meine Empfehlung für euch: sperrt eure Türen ab, macht eure Fenster zu, wenn möglich, verriegelt es. Ich habe keine Ahnung, aber ich meine, das klingt einfach wie ein Bürgerkrieg da draußen. Ich meine, wer hätte gedacht, dass, wenn man in Wien wohnt, dass das passiert? Das ist mein letztes Essen, 185 Gramm. Das sind viel mehr Gramm als Tage, die übrig sind. Also, aber ja, was meint ihr? Soll ich... Ich habe schon seit über 10 Minuten nichts mehr gegessen. Ich glaube, ich fange an zu halluzinieren. Ich höre die ganze Zeit Stimmen und Geräusche. Meine Empfehlung für euch an heute: wenn die Stimmen in eurem Kopf euch sagen, dass es eine gute Idee wäre, wenn ihr anfangt, euch selbst zu essen, weil... Wer braucht schon einen Fuß? Ich meine wirklich, wer braucht einen Fuß eigentlich? Ich meine, wenn wir uns... Hallo, meine Empfehlung für euch an heute ist: wenn ihr geistig ein bisschen gesund im Kopf bleiben wollt, dann haltet Kontakt zu euren Freunden und euren Lieben. Schaut, ob es ihnen gut geht, ob sie leben. Georg, fuck, du hast keine Ahnung, wie froh ich bin, dass du überhaupt noch lebst. Was ist? Wie spät ist es eigentlich? Ich habe keine Ahnung, ich spüre keine Zeit mehr vergehen. Magst du auf ein Bier in Rüdiger aufgehen? Wie willst du? Wir dürfen nicht raus. Erst nur, weil du ein asozialer Drecksau bist, heißt das nicht, dass ich keinen Durst habe. Nein, ich bin nicht asozial. Du weißt, dass ich asozial bin, aber das hat mich nie gestört. Wie lange hast du geschlafen? Oh, es ist März. Nice. Das heißt, neue Walking und Sunshine-Folgen sind draußen. Erst, ich melde mich wieder. Verdammt, okay? Nochmal. Servus. Georg. Jeder Sender, schiere österreichische Hymne, bis auf Radio Arabella. Aus irgendeinem Grund spielt Radio Arabella die ganze Zeit irgendwelche Oldies. Deswegen meine Empfehlung für euch heute: hört Radio Arabella. Das werde ich ab jetzt auch machen müssen. Radio Arabella 92. Wenn der Hunger gar nicht besser wird, dann knabbert es ein bisschen an eurer eigenen Hand. Es ist besser als gar nichts im Mund. Eure eigene Hand abpackt, um sie zu essen, dann könnt ihr jetzt gut euer gehortetes Klopapier verwenden, um den Stummel abzubinden.
Wir sind der Virus, von dem der Planet sich gerade regeneriert. Die Zeit der Menschen ist vorbei. Wir werden nicht mehr lange hier sein. Aha, du, wieso hast du mich 30 Mal angerufen? Nochmal, ich war nur kurz scheißen. Ich glaube, die Welt steht noch. Die erzählen mir ihre Geheimnisse. Ist schon ein ziemlich eurer Stummgang gewesen. Was ist, wollen wir vielleicht was filmen? Ich habe eine neue Idee für ein Schnitt-Schneider-Video. Was sagst du? Schnitt-Schneider? Content, YouTube. Fütter, Algorithmus. Ich habe heute auf Facebook was Motivierendes gesehen, nämlich dass um 18 Uhr heute so eine Art Quarantäne-Musikanten-Flashmob stattfinden soll, wo jeder, der Musik spielen kann, aus seinem Fenster oder seinem Bunker heraus spielen soll. Meine Empfehlung an euch, falls ihr musikalisch seid, dann macht's doch mit. Fuck! Ich habe gerade das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder die Nachrichten gecheckt und offenbar wird Österreich jetzt gerade von riesigen Mutantenfledermäusen regiert. Und man darf die Luft draußen nicht mehr atmen. Damit kommen wir auch zu den guten Nachrichten. Gleichzeitig ist auch die Ausgangssperre aufgehoben worden. Das heißt, ich gehe jetzt mit dem Georg auf ein Bier.